Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es ist eins der ersten Videos diesen Jahres. Was ist der Plan fürs heutige Video? Wie schon im Titel erkennbar, werde ich heute ein Vision Board anfertigen. Ich weiß nicht, ob ich es heute fertig bekomme, aber auf jeden Fall in diesem Video. Und ich werde euch jetzt ein paar Inspirationen zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Dann werde ich Bilder ausdrucken. Und dann werde ich zusammenstellen. Also ich lese euch mal ganz kurz eine Zusammenfassung vor, was ungefähr ein Vision Board ist, damit ihr auch Bescheid wisst. Bei der Erstellung eines Vision Boards wirst du dir automatisch über viele Dinge Gedanken machen, die deine Zukunft betreffen. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto klarer wird deine Zukunftsversion auf deiner Zielcollage aussehen. Es erinnert dich daran, was wirklich wichtig ist, wo deine Prioritäten liegen und was deine eigentlichen Ziele sind. Ich mache das Vision Board jetzt einfach, um verschiedene Sachen, die ich dieses Jahr machen möchte, zusammenzufassen auf einem Platz. Und vielleicht hilft es mir auch, dass ich das ein oder andere nicht vergesse. Kommt drauf an, was ich jetzt drauf machen werde. Ein Vision Board kann man rein theoretisch so machen, wie man möchte. Also meine Lieben, ich habe jetzt was gegessen und ich habe jetzt was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier schon mal zu liegen den Bilderrahmen, den hatte ich schon vorher. Und ich dachte eigentlich, dass ich den nicht brauche, dass der zu groß ist, aber der passt sehr gut. Denn ich habe ungefähr 48 Bilder ausgedruckt. Da werden wahrscheinlich auch so, ja, 3 bis 5 Bilder dabei sein, die von der Qualität her so, ja, ne, nicht so gut sind. Ich habe jetzt schon ein paar Bilder gesehen und die sehen ganz gut aus. Ich habe wenig Bilder von mir. Also ich habe mich jetzt für die Kategorien Lifestyle und Style Fashion. Dann habe ich einmal Health, also hauptsächlich Essen. Dann habe ich als nächstes Travel, also wo ich dieses Jahr hinreisen möchte. Ich habe mich jetzt auf einen Ort beschlossen. Dann habe ich einmal Money. Ich weiß nicht, ob ich das zu Lifestyle auch noch teils hinzumache. Als nächstes habe ich Hobbys. Da habe ich jetzt auch gar nicht so viele Sachen. Man muss 2 Nägel an die Wand machen. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Folie noch abziehen. So. Es hat original gar nichts gebracht, weil auf der anderen Seite jetzt Kratzer sind. Ich hoffe, hier ist auch eine Folie drauf. Weil sonst wäre das einfach giga lost. Seite Nummer 2. Musik
persönlich finde es sehr empfehlenswert, sowas zu machen. Dass viele das Vision Board natürlich auch zum Manifestieren nehmen, da bin ich komplett raus. Ich nehme es nur, um erstens natürlich das schöne Wandbild zu haben, was jetzt nicht so ganz an meine Wand passt. Okay, wir schauen dann mal, wo es hinkommen könnte. Aber natürlich, um mir ein bisschen klar zu werden, welche Punkte ich dieses Jahr erfüllen möchte, in der Zukunft das vor Augen zu haben. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf das nächste Video oder die nächsten Videos, denn es geht durcheinander, alles Mögliche. Vlogs gibt es sogar Anfang des Jahres erstmal gar nicht, sondern es geht direkt los mit dem neuen Content. Eventuell ist das nächste Video, wo ich ein bisschen erkläre, was sich ändert, welchen Content ich hinzufüge, welchen ich weglasse oder wie sich das Ganze gestaltet. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und dass ihr euch das Video angeschaut habt.